Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, wir haben ein paar Crystal Coins gefunden, jetzt können wir wieder Prophecies machen. Und zwar Rebirth. Oh, die Fresse. Und der macht, dass ein Monster, den wir töten, wieder erweckt wird und stärker wird. So, und hier haben wir ein Us Imperil. Wir werden von stärkeren Monster angegriffen als normal beim Öffnen von einer Strongbox, also ja, schwere, aber nicht unmöglich. Bisschen schwer. Sie hätten es viel schwerer machen sollen. So, jetzt haben wir hier. Sicher irgendwo. Ja, das wollte ich aber noch nicht machen. Aha. Und weil wir so stark sind, machen wir sagen wir nach dem Gefängnis eigentlich schon. Nein, nach dem Quest mit dem Skill, das Labyrinth in Normal, sollten es jetzt schaffen. Also haben wir es ja noch nie probiert, aber ich denke, wir wären gestorben, wenn wir es wieder gemacht hätten. Weil es ist hart. Sehr hart. Für mich. Und manche Spieler sagen so, ja, ist kein Problem. Das Labyrinth ist sogar zu schwer, also zu leicht und so. Aber ich spiele ja Self-Found und ich nehme ja auf. Da brauche ich viel mehr Zeit. So, da kann ich lieber blitzschnell dann schon oben sein, oder? Ich wäre gerne ein richtig guter Streamer oder so, der dann richtig viel Path of Exile Let's Play, also einfach streamt und der nach einem Tag schon irgendwie Level 92 ist und ganz Atlas fertig hat und so weiter. Nee, werde ich aber auch nicht machen. Ich werde schon streamen, aber nicht so viel und ich werde nicht so schnell streamen, dass ich so belangloses Gameplay habe, dass es schon fast ja depressiv macht. Ich habe einem zugeguckt, einem sehr berühmten englischen Streamer, ein bisschen zugeguckt und ich hatte nach 5 Minuten so Langeweile, habe aber ungefähr 40 Minuten zugeschaut. Es ist einfach, wieso müssen die immer so schnell sein? Wieso müssen die immer so viel Geld ausgeben? Wieso müssen sie immer so viel Sachen handeln? Wir haben so viele Zuschauer, wieso handeln sie nicht mit diesen Zuschauern, die auch spielen? Vor allem die, die sie bekommen, die bekommen ja so viele Items, weil sie so viel spielen und so. Kann ich sie ja allen den Zuschauern geben. Ich zum Beispiel würde sie auch gern geben, aber ich habe halt noch nicht so viele aktive Zuschauer, die ja jetzt sagen, ja, sie möchten gerne das und das haben direkt und so. Das sehe ich auch bei Puffex, nein, eben nicht. Champions of Regnum sehe ich es auch. Die Leute müssen halt zuerst mal die Interesse an den Items haben und so weiter. Und alles Mögliche. Aber es wird ja immer wieder besser. Also die Zuschauer liken meine Videos. Sie kommentieren meine Videos auch.
manchmal. Und auf jeden Fall vielen Dank dafür. Es braucht halt einige Zeit, bis man Fan wird von einem Let's Play. Kein Problem. Ich bin ja erst wieder seit Anfangs August am Let's Playen. So eine einjährige Pause gemacht, weil ich einfach nicht konnte. Oh, ein Goldring und dann sehr gut, also gute Qualität. Schön. Schauen wir mal. Ja, toll, nichts für mich. Kackele, kack. Aber da ich ja bald live streame, geht's wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller. Auf jeden Fall bin ich mal auf die ersten Kritiken so gespannt. Finden mich die Let's Play-Zuschauer? Ja, das könnte ich noch verbessern und so. Also hier raschen wir auf jeden Fall ein bisschen durch. Mag hier die Gegner einfach nicht. Da ist der Ding. Ah nein, das ist ein Gräber. Ist der große. Nein. Hab ich den erwischt, ja. So. Schön, danke. Boom. Ja, schön. Bisschen leiser den fetes Volumen. So. So. Auf jeden Fall werde ich lange ohne Geld Let's Playen und streamen. Ich habe ja die Werbung alles ausgeschaltet. Und ja, dann frage ich einfach mal auf die Runde, ob ihr jetzt auch Werbung annehmt hat. Am besten halt ohne Adblocker und so. Und ja, dann muss ich es halt anmachen. Auch wenn es halt für jeden nicht so gut. Ja. Auf jeden Fall werde ich dann alles in Let's Playen und Streamen investieren. Es gibt ja YouTuber, die verwenden das für andere Sachen. Fürs Saufen. Und so. Würde ich niemals machen. Und falls ich mal viel Geld mit etwas anderes verdienen werde, kann ich dann die Werbung sicher auch ausschalten. Dann investiere ich zum Beispiel mit. Ja, Sportgeld oder so. Sieht momentan einfach nicht so gut aus mit meiner Gesundheit. Aber wird's gut aussehen. Kommt sicher gut. So, zwei Dolche. Und Sepp. Sepp Turpa.
Wir nehmen den mal raus und den rein. Ja, geht. Das ist ein Doppel. Und er hat vorne so ein Ding. Kenne ich gar nicht. Also den Skinks kenne ich gar nicht. So, also. Schrott, 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 Schrott. Schrott. Die Prinzessin. Cool! Increased Damage Taking from... Ah, das ist der Gegner vom Ghost. Man bekommt viel mehr Schaden, also 10% mehr Schaden. Von diesen zwei Gegnern, Skeletten und Ghosts. Okay. Hä? Soll das ein Scherz sein? Ein Klischee? Dass die Prinzessin Angst haben von diesen zwei oder so? Verstehe das Item einfach nicht. Ja, ja. Ja, okay. So. Das rein. Da rein. Da rein. Das muss hier. So. Okay, dann mache ich mal das noch in die Kiste des. Die 6, okay. Und den verkaufen. Den mache ich hier rein. So. Verkaufen. So. Und das hier. Gut. Also, was haben wir hier? Ah, dritter Akt, Broken Bridge, das ist im Battlefield, also Mitte. Ja, dort wurde einfach die Schlachtfeld, also Schlachtfeld. Die Blockade ist, wo wir ihn nicht durchbrechen können. So, danke, dass du nochmals irgendwas gibst, dass du... sich verkaufen kann. So. Wow. Einfach toll, weißt du? So. Oh, Sacrifice of Dust. Oh, ich wollte einen Fall geben, einen guten. Die braucht man extrem lange einfach nicht. Wärst du schon Aziri ready, wenn er auf Maps trifft? Bevor er auf Maps trifft. So. Aha. Gut. Was ist jetzt los? Ein Wallop. Schön. Ist das Application. So, raus aus diesem Gebiet. Ich habe wenig FPS. Ja, irgendwas ist jetzt wieder los, dass das Spiel so langsam läuft. Hier habe ich dreimal so viele FPS. Super. Okay, jetzt auch wieder nicht mehr. Keine Ahnung, was los ist. Ja, liegt wahrscheinlich wieder am Fraps. Schlechteste Aufnahmeprogramm. Oh Gott, oh Gott. Gut, dann machen wir in diesem Part noch eben dieses... in diese Quest. Und... tun dann,
im nächsten Part das Labyrinth machen. Was ist denn das? Gut, haben wir. Also in den Maps wird es wahrscheinlich echt schwer sein, die zu besiegen. Da jeder Livestreamer Erdbeben-Bait macht, haben die immer das sehr leicht. Also kann ich da gar nicht schauen genau, wie schwer es denn ist, oder? So. Dann haben wir hier auch nochmal eine Doppel-Essenz. Cool. Boah. Schön. Cool. Ja, aber freut mich, dass es Doppel-Essenzen gibt. Ja, da muss irgendwo das Ende sein, gut. Aber wo? Eine Strongbox. Ja gut, eine weiße, das ist gut. Weil, sind alle Champions, cool. Danke. So. Ich habe mir jetzt gerade kurz nachgedacht, dass ich könnte im Skytree nach unten gehen. Und dort das Dex holen könnte und später das Life und Fire Damage Zeugs beim Marauder. Da. Dass ich hier runter kann? Ja. Okay, ich. Sind ja nicht viel. Ja. Okay. Boah, ich schwitze gerade. Was ist denn los? Wieso schwitze ich so? Weil es so heiß ist hier drin. So. Haben wir das Waypoint hier. Ja, ich muss kurz unterbrechen. Den Part. Und kurz schauen, was mit mir los ist. Ich bin irgendwie ein bisschen... Boah. Also bis gleich. Ja, gut. Mir ging's gut. Also, es war einfach ein bisschen schwül in meinem Zimmer. Weil es draußen so nass ist und irgendwie ein Temperaturanstieg, keine Ahnung. Naja. Weil bei mir, wenn ich als Diabetiker und als Hormonkranker Probleme habe, dann muss ich natürlich nachschauen. Das könnte nämlich schwer. Ja, etwas passieren, oder? Gut. Hallo, weg. So. Mal das XP-Zeugs mitnehmen. Dann können wir die restlichen 10 Minuten noch ein bisschen weitermachen. Oder wir könnten vorbereiten. Nein, wir haben noch nicht alle geholt. Können wir vorbereiten. Genau. So. Dann
Ah, nein. Henscher. So. Da hier. Ah, das ist eine. Kann ich unten rein tun? Ah, die gehen nicht unten. Aha, das ist da eins, dann da, 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 da. Ja, klar. Gut. Jetzt gehen wir runter, haben wir gesagt, zum Dextry-Knoten, damit wir mehr vom Ding upgraden können. Und da die Rüstung tragen können, genau. So, dann schauen wir mal kurz. Mal zum Labyrinth. Was uns noch fehlt. Also, uns fehlen noch die zwei Akt. 2. Und der mittlere Akt. Ah, das ist der, den wir noch nicht hatten. Wir machen die Akt 2 dann im nächsten Part. Und machen jetzt den optimalen Dungeon hier, damit wir eben die den Labyrinth-Knoten bekommen. So, der Labyrinth, also der Dungeon ist eigentlich eben im Norden oder im Osten. Mal schauen. Oder ist nur noch im Norden, glaube ich. Früher war im Osten auch. Keine Ahnung mehr. Ja, ist der ja so ein bisschen im Osten, ne? Ja, ist im Osten. Also es gibt ihn noch im Osten. So. Dann schauen wir mal, wo das Ding ist. Früher war der mal nicht so interessanter Dungeon. Hat nicht viel gehabt. Aber da habe ich mal recht viele Legendaries gefunden, also Uniques gefunden. Und haben mich recht oft gefarmt. Aber das ist schon Ewigkeit, ne? So. Da haben wir mal eine Inschrift, wahrscheinlich ist es hier. Hallo, geht's noch? Du, weg da. Da ist es ja. Ist es hier unten? Nur eine Graffiti. Die mag ich irgendwie, die sind nie so schnell kaputt. Also dass ich dich kaputt mache. Schaut, ich habe nicht mal halbes Energy-Schild Schaden bekommen. So. Ah, da drüben ist noch eine Ding. Cool. Gehen wir hin. Wir sehen es noch holen. Ja, weil das eben so schnell geht. Und machen wir die anderen jetzt auch noch in diesem Geheimnis vielleicht. Das erste hat. Es ist das erste. Hier ist eins. Ist das das erste? Und hier ist eins. Valerin. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, seitdem ich das letzte Mal gemacht habe. Ja. Boom, ein Schlag. Ein einziger Feuerball und er ist down. Also gucken wir mal, wo der ist. Da ist er schon.
Super. Das ist diese, okay. Sind jetzt auch nicht so schlimm. Ja, toll. Was macht der Switch? Manche Switch weiß ich nie, was die machen. Irgendwie etwas lahmlegen oder langsamer machen und so. Aber so Bahnen umlegen zum Beispiel noch. Und man sieht es nie richtig. So. Da oben sind noch ein paar. Geschafft. Chamber of Sins. Hä? Seit wann ist dort denn? Chamber of Sins. Stimmt. Natürlich, ja, ja. Hab's einfach nicht im Kopf gehabt. Weil ich ja so Gebiete gut merken kann. Vom Namen her nur. Aber dafür vom Aussehen immer sofort alles weiß. Naja, weiß eigentlich, was jetzt das Problem ist. Was ist denn das? Also wirklich. Das ist sicher auch. Ah. Geht auch zu, ne? Ja, man kann ja ausprobieren. Also, dann haben wir den nächsten Part. Schön viel. Labyrinth! Gut, können wir ganz, das ganze Labyrinth hoffentlich machen. Ja, ja, sicher. Und wenn wir halt sterben, machen wir halt nochmal ein Part. Aber auf jeden Fall. Okay. Aber wen haben wir abgeredet? Der Akt 1. Können wir gleich hier im Cruel Schwierigkeitsgrad. Ich wollte eigentlich nicht hier hin. Aber. Nein, nein, da wollte ich, da wollte. Ah. Gut. So. Wieso sind die hier nicht? Weshalb seid ihr hier nicht? Ah, die sind ja da. Gut. Nun gut. Also jetzt zuerst esse ich mal eine Berner Rösti und dann genieße ich mal ein bisschen meine Ruhe. Ah, so viele Parts aufnehmen ist halt nicht gerade. Ja. Wir schauen mal kurz hier rein. Und ich werde es dann wieder offscreen machen. Also nicht aufnahmig. Ja, wo ist er? Da unten. Und ja. Und der andere werde ich auch machen, damit ich einfach die täglichen Runs machen kann, damit wir höhere Ding haben. Hero Links. Angehörte. So. Finnegans. Na. Da ist er schon. Und wieder raus. Ja, jetzt ist 30 Minuten erreicht. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal mit dem Labyrinth-Part. Tschüss.